Das Flüchtlingsheim in Flecken-Zechlin hat viele, viele Punkte, über die wir reden müssen. Die erste Frage, die sich stellt, ist: Was entsteht dort eigentlich? Was soll dort entstehen? Geplant ist, im Wohngebiet am Wembergsring ein Übergangswohnheim für Flüchtlinge zu schaffen mit 150 Plätzen. Der Landrat beabsichtigt, 150 Plätze zu schaffen. Er wollte ursprünglich am 1. September 2022 einziehen. Das war und ist illusorisch. Nunmehr verkündet er, dass es im Frühjahr 2023 losgehen soll. Auch das wird ein Traum bleiben. Die Frage, die sich hier stellt, ist: Wie geht's weiter? Er beabsichtigt, dass der Vertrag auf 10 Jahre geschlossen wird oder geschlossen worden ist und dass hier auf 10 Jahre lang ein Übergangswohnheim entsteht. Übergangswohnheim heißt, die Leute sollen dort nicht dauerhaft untergebracht worden werden. Die Frage ist: Integration kann nicht stattfinden. Mit permanent wechselnden Personen kann keine Integration stattfinden. Aber das ist offensichtlich auch gar nicht gewünscht. Denn man möchte hier nicht Integration leben. Man möchte hier nicht Leuten helfen. Sondern es ist schlichtweg ein Geschäftsmodell, was hier entsteht. Und das, meine Damen und Herren, können wir so nicht mitmachen. Denn es ist Ihr und mein Geld. Und am Ende ist es unser Geld, was dort in Flecken-Zechlin versenkt werden soll, aufgrund unserer Steuergelder. Die Frage ist: Passt so ein Übergangswohnheim nach Flecken-Zechlin? Ich denke nicht. Wir sind ein staatlich anerkannter Erholungsort. Der Tourismus ist prägend. Wir sind in einem Wohngebiet. All das wird nicht berücksichtigt. Angeblich hat Flecken-Zechlin eine Sparkasse, die vor wenigen Monaten vom Landrat geschlossen worden ist. Das kann zum Beispiel nicht der Grund sein. Es wird dargelegt, wir haben eine Kita, die leider zu 100% belegt ist. Es können keine weiteren Kinder aufgenommen werden. Wir haben eine Grundschule, die im Prinzip derzeit aufgrund Lehrermangels an der Kapazitätsgrenze ist. Alle Gründe, die der Landrat aufzählt, haben mit der Realität nichts zu tun. Und das sind auch Gründe, warum wir gegen diese Pläne des Landrats vorgehen.